Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Mal Tomb Raider Underworld. Und ja, hier wird man gleich mit hier so einem hübschen, oder auch nicht hübschen Gesang begrüßt. Also ich finde es jetzt nicht so mega. Und ich weiß auch nicht, was hier... Löst dieses Ding was aus oder löst dieses Ding nichts aus? Hier ist irgendwas... Es ist nichts aufgegangen. Nur das Ding... bewegt sich wieder ganz nach oben. Super. Okay, vielleicht benutze ich es doch einfach mal... gucken. Ich muss zurück zum Boot. Ich sollte diesem Unterwassergang folgen. Da ist ein Unterwassergang? Und wofür ist dann hier dieses Kletterzeugs? Moment. Also noch bin ich hier nicht zufrieden mit der Stelle hier. Vor allem, weil ich ich traue der Hilfe nicht. Meistens Moment. Ich habe ja da was aufgehen hören. Oder ich habe da ja so einen Mechanismus gehört. Hat das Ding da vielleicht doch tatsächlich ist das da aufgemacht? Naja gut, aber hier haben wir auf jeden Fall jetzt eine offene Tür. Da gehen wir durch und fertig. Das, aber eventuell hat das Dings das auch wirklich aufgemacht. Sicher bin ich mir da nicht, aber es wäre auf jeden Fall leicht logisch. Was ich allerdings nicht wusste, ist, dass wir hier wieder... Wie kommen wir hier zurück? Ach, doch, wir sind ja vom Boot aus ins Wasser. Und von da aus dann diese Felsen da alles hochgeklettert. Und dann sind wir ja im Untergrund später. Ah, es geht auf. Unterbreche ich. Ich drehe mich jetzt nochmal ganz kurz um. Hat es eigentlich... Die Lara kann hier unendlich lang die Luft anhalten, habe ich so den Eindruck. Oh nee, doch nicht. Ich sehe da gerade so einen Balken. So einen blauen Sauerstoffbalken. Nach unten gehen. Holla die Fee. Ruckler. Da sollte ich mich vielleicht doch nicht zu lange hier unten aufhalten. Tauch mal schon mal auf, oder... Suchen wir uns hier unten... No, komm schon. Ganz ehrlich, ne, gegen Haie kämpfe ich jetzt echt nicht. Hast du was gefunden? Eine Karte. Aber Vater hat sie vernichtet. Tja, der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm. Er hat sie bewusst vernichtet. Um sie Nadler zu entziehen. Aber sicher hat er vorher alles konserviert. Und was noch wichtiger ist, er hat Thurs zweiten Handschuh gefunden. Wurde ihn versteckt? Genau vor deiner Nase. Also ich muss schon sagen, richtig schönes Boot hat sie. Ne? Hat da ein richtig schönes Boot, finde ich. Damit fährt sie jetzt scheinbar nach Hause. Croft Manor. Mein Vater hat in Bogavati Artefakte geborgen und alle Informationen vernichtet, die nach Helheim hätten führen können. Aber er hat einen Hinweis zurückgelassen, den nur ich verstehen würde. Er muss etwas sehr Gefährliches entdeckt haben, um eine derart bedeutsame archäologische Stätte zu zerstören. Okay. Mittleres Dschungel-Outfit? Leichtes Dschungel-Outfit? Legeres Outfit? Ah, komm. Warum auch nicht? Nehmen wir dieses Outfit hier. Was? Ach, ich darf hier jetzt wieder auswählen, was ich hier mitnehme.
Betäubungswaffe, Harpune. Oder ist das eh alles dabei? Maschinenpistole. Schrotflinte, nein, ich mag die Schrotflinte nicht. Nehmen wir doch wieder das Sturmgewehr. Alles klar. Find's schon herrlich, wie der Ladebildschirm auch echt mega ruckelt. Also hätten sie sich schon was Besseres überlegen können. Beziehungsweise einfach in dem Ladebildschirm die ganzen sich bewegenden Teile weglassen. Dann würde es nämlich nicht so auffallen, wenn es am Laden ist. Ja, dann kann es nämlich schön laden und dann muss es nicht irgendwas sich noch bewegen. Und so bewegt sich da was und das ruckelt megamäßig. Und es liegt halt alles am Laden. Da werden jetzt die Daten geladen für das nächste Level. Und da geht's los. Ich bedauere Lady Croft, aber ich habe die Krypta in letzter Zeit etwas vernachlässigt. Warum hast du uns nie etwas davon erzählt? Scheiße. Ich wünschte, ich wüsste immer noch nichts. Wisst ihr was? Ich warte hier oben. Ich habe dich gewarnt, dass du mit deiner Musik irgendwann die Toten aufwächst. Warum denkst du, dass er hier ist? Dass Vater mit allen drei Initialen unterzeichnet hat, war ein Hinweis auf meinen Großvater. Licht bitte. Beschützt von den Toten. Tagebucheintrag freigeschaltet. Aha. Ach, da ist er jetzt auch direkt gleich runtergesprungen. So sieht das also aus hier. Die Ahnen von Lara beschützen das hier also hier. Quasi der Hinweis, dass es in diesem, ja, in der Gruft von den Crofts ist. So, dann wollen wir doch gleich mal gucken, ob wir das Tagebuch lesen können. Croft Familienkrypta. Naja, Krypta ist eigentlich da das falsche Wort. Eine Krypta ist das nicht. Das ist eine Gruft. Eine Krypta ist, eine Krypta ist keine Gruft. Eine Krypta ist eine Kirche. Eine unterirdische Kirche. Eine unterirdisch gelegene Kirche. Keine Gruft. Aber gut, wollen wir nicht so viel klug scheißen. Egal. In Bukavati hat Vater geschrieben, na klar, ich weiß, was du blast und bin nicht mehr deine Puppe. Egal, wie ihre Partnerschaft ausgesehen haben mag, er hat dort etwas gefunden, das ihr die Grundlage nahm. Und es muss etwas Wichtiges gewesen sein, sonst hätte Vater diese Stätte niemals entweiht. Aber er hat mir einen Hinweis hinterlassen, der mich zum Versteck der Artefakte führt. Artefakte und Informationen. Nochmal. Aber er hat mir einen Hinweis hinterlassen, der mich zum Versteck der Artefakte und Informationen führen könnte, die er aus Thailand mitgebracht hat. So, und da wollen wir doch auch mal gucken, was wir da so finden, ne? Ja, hier machen wir natürlich wie immer kaputt, um diese Dinge aufsammeln zu können. Mal gucken, wie viel es diesmal hat. Aha, 13 und ein Relikt. Relikt haben wir ja diesmal auch einmal mal gefunden, ne? Moment. Wieso die macht, wenn man es ausschaltet? Ah, schon. Also Licht haben sie da unten aber auch, ne? Die haben hier tatsächlich alles. Es wird nicht gewartet, es ist versteckt, aber da haben sie echt alles. Drücken Sie STRG, um nach der Säule zu greifen und sich daran hindern. Wir wollen doch gar nicht nach unten, wir wollen da hoch. Zack. Und ein paar Ruckler haben wir hier auch wieder. Aber wurscht. Relativ dunkel ist es auch. Ich habe übrigens festgestellt, dass es offensichtlich in der Aufnahme noch ein bisschen dunkler ist, wie es dann aber im hochgeladenen Teil ist. Dürfte es eigentlich gar nicht so dunkel sein, weil ich habe da... ist ja noch nie nicht so mega was festgestellt.
Ich habe ja festgestellt, dass ich hier einfach nur noch nur Schießen drücken brauche. Das Zielen ist überhaupt nicht notwendig, um die Gegner abzuschießen, weil Lara automatisch zielt. Das war sowas von übel automatisch. Das ist nicht mehr feierlich, wie einfach das dann ist. Na gut, gehen wir hier mal eins runter. Können wir noch eins runter. Wobei ich das einfach mal hier rüberspringen will. Was dann nämlich auch wieder... Ach ja. Zacki, zacki. Das war jetzt nicht so. Vor allem habe ich damit gerechnet, dass sie die... Na. Mistviecher. Die hat sie ja auch. Das gibt's doch nicht. Okay, hier haben wir einen Checkpoint. Das ist nice, aber ich will jetzt hier nochmal hoch. Komm hoch. Ja, komm, schon ganz nach oben, ne? So, und jetzt wüsste ich schon gerne mal, warum hat Lara es hier... Ach, geht doch. Ich wusste doch, dass du es drauf hast, Lara. Tim, 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 da kommt man jetzt so noch nicht durch. Naja, gut, aber... Hier unten sieht es jetzt doch schon eher wie eine Krypta aus, ne? Das ist aber schon auch mächtig groß, ne? Ja, also komplett mit den Gewölben. Das ist hier doch eine... Hat es ein... Ne, das sind keine Fenster. Das sind aber... Ja, es ist die Dinger sind gemalt wie Fenster. Also Licht kommt jedenfalls offensichtlich keines durch. Wäre auch seltsam. Wenn das Ding hier so versteckt ist, dass da irgendwo Licht von außen reinkommt. Oder es halt Fenster gibt. Aber gut. Es ist in der Tat eine Krypta und... Ja, aber auch gleichzeitig eine Gruft. Beziehungsweise, nee, die Gruft war ja da oben drüber, ne? Hier unten, das... Noch weiter unten ist eine Krypta. Und... Naja, egal. Wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, ich sollte hier wieder zurück. Lara, mach nicht so viel Worte. Und spring. Na gut, hier sind wir reingekommen. Es ist schon ziemlich kurios hier aufgebaut. Und überall hat es auch eingestürzte Bauteile. Also fühlt sich aber... Würde ich aber doch ein bisschen besser auf sowas Acht geben hier, wenn ich sowas unter meinem Haus hätte. Eigentlich ist das ja, ist das richtig cool, und dass das hier so zusammenstürzt teilweise schon. Vor allem, das ist doch für das Gebäude oben drüber auch nicht nützlich, wenn hier so ein Stück von der Säule oder Pfeiler rausgebrochen ist. Das könnte ja irgendwann alles zusammensacken oben drüber. Das ist doch bestimmt nicht Sinn der Sache. Ich weiß nicht, was ich hier finden könnte oder werde, aber allein die Tatsache, dass hier was ist zum Klettern, lässt mich es tun. Ja, ja, Lara, du hörst auf mal. Du hörst auf, zur Seite wegzugehen. Gehst du weiter? Gehst du weiter? Fein, so, es gibt sie wieder. Da wollen wir doch mal ein bisschen... Und... Upp. So, was haben wir denn hier? Das sah mir irgendwie nach Medizin aus. War das Medizin? Ach, mit Sicherheit. Ja, aber überall elektrisches Licht haben wir, ne? Elektrisches Licht, das funktioniert, das haben wir hier. Aber überall eingestürzte Teile. Da hat es doch irgendwie so auch einen Druckknopf. Sehe ich das richtig? Da unten ist auch noch was, okay.
Hat es noch mehr von euch hier? Warte, hey, Moment mal, ich komme hier nicht so einfach wieder zurück, ohne mich dann hier runterfallen zu lassen, ne? Und wollte eigentlich schon nochmal zurück, vor allem, weil hier noch so eine Vase steht, die man zertrümmern kann. Und hier wollte ich jetzt eigentlich... Echt noch nicht lang. Gucken wir mal hier rein. Ah, hier haben wir auch wieder so ein Ding. Oh, da wollte ich gar nicht hin eigentlich. So. Wo bin ich denn jetzt hingekommen? Ich glaube, ich versorge mich mal ganz kurz. Weil ich nämlich mir jetzt echt mal kurz hier runterfallen lasse. Ja, komm. Okay. Das hat ihr nicht wehgetan. Ne, Moment. Wir holen uns jetzt erst diese Vase da. So, ich gehe mal davon aus, dass hier was drin ist. Ich kann mir insgesamt nicht ganz so ganz vorstellen, dass es hier so ewig groß sein wird. Also werden die ganzen Dinge hier relativ verteilt sein. Relativ großzügig verteilt sein. Ahaha. Interessant. Da hat es dann doch irgendwie auch so eine Art Licht. Holala. Hey, Moment mal. Was öffnet sich da eigentlich? Ah, tatsächlich da drüben das. Gut, das heißt, wir müssen irgendwas... Irgendwas müssen wir umschubsen. Vielleicht müssen wir das Ding da umschubsen, da drauf. Weil diese Spinnenweben da das Ding einhüllen. Ich schätze mal schon, dass wir da irgendwie das... Geht auch das da drüben auf? Tatsächlich, beide gehen da auf. Beiden Seiten. Na gut, okay. Und es geht da so ein Licht an. Dann klettern wir jetzt in der Tat erstmal wieder darauf und gucken mal, was da hinten zu finden ist. Beziehungsweise, ich glaube, so ganz so lange werde ich diesen Part nicht mehr laufen lassen. Komm, mach doch mal ein bisschen schneller, Lara. Ups. Und ups. Nein. Das war dumm. War es in der Tat. Käse. Ich hätte vielleicht doch die Tasten gerade so ein bisschen anders drücken sollen. Ah ja, komm, lach. Lara, mach. Und hopsa, da sind wir wieder da. Gucken wir mal, was wir da unten finden. Also irgendwas wird es wohl sicher sein. Also richtig, richtig cool. Ich finde die Location hier eigentlich richtig cool. Es hat hier eigentlich alles okay. Ihr lasst mich in Ruhe. Ah, was haben wir denn da? Gut, lass mal nochmal fallen. Will ich jetzt gar nicht... Da bin ich eben runtergekommen. Ich wollte mir jetzt erstmal hier die Stelle angucken. Ah, da haben wir noch so ein Steinchen. Und hier sowas. Hm, Moment. Lara. Kannst du es... Okay, irgendwas blockiert... Einmal probier's noch. Okay. Irgendwas blockiert da. Da würde ich sagen, wir brauchen doch diese Steine. Oh, war ja. Ach, hier hat's auch noch Schalter. Und zwar... Lara? Manchmal verstehe ich nicht, was die Kamera von mir will, wenn sie sich einfach so dreht. Ich will hier drum herumlaufen. Dann lass die Kamera schön mitdrehen. Und... Alter! Es ist tatsächlich, ich gehe hier durch. Das mache ich jetzt nochmal. Ich gehe hier durch, drehe die Kamera die ganze Zeit. Ja, jetzt macht's dann natürlich nicht. Vorher für Effekt, ne? Ach, manchmal vielleicht, manchmal dreht sich die Kamera richtig abnormal in eine andere Richtung, die ich überhaupt nicht haben will. Aber gut.
Da wollte ich jetzt auch noch was zu sagen, aber bevor ich das zu mache. Okay, ich sollte den Part jetzt wirklich beenden und zwar ohne noch irgendwas zu sagen. Im nächsten Part geht's weiter und dann sage ich auch noch dazu was. Vielen Dank fürs Zuschauen.